Zum Tunnel an der Nordröhre der A44 bei Hirschhagen wurde am Samstagvormittag Übungsgroßalarm ausgelöst. Im Tunnel kam es zu einem angenommenen Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen schwer verletzt wurden. Ein großer Bagger war mit einem PKW zusammengestoßen. Ein Arbeiter wurde unter einem Baustellenfahrzeug, ein weiterer in seinem PKW eingeklemmt. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt, der speziell für diese Baustelle einen Notfallplan der Rettungskräfte in Gang setzte. Da es sich bei den Tunneln um eine Sackgasse und um einen engen Raum handelt, wäre es fatal, die Rettungskräfte einfach unkontrolliert einfahren zu lassen. Aus diesem Grund wird in einem solchen Gefahrenfall zunächst ein Erkundungsteam zur Einsatzstelle geschickt, um dann nach einer exakten Rückmeldung der Lage die Rettungskräfte koordinieren zu können. 2 schwerverletzte Personen, eine Person im PKW eingeklemmt, eine unter einem Radlader eingeklemmt. Weiteres kommt. Folgendes Fahrzeug, wir fahren in den Tunnel ein. Der Florianhälter 146 und der 151, Anfahrt über die Nordröhre, über den Querschlag zur Einsatzstelle. Weiter fährt ein der Florian Kaufungen 123 über die Südröhre direkt zur ersten Einsatzstelle bei dem PKW. Nachdem diese Infos vorlagen, wurden die Fahrzeuge zur Einsatzstelle geschickt. Alle anderen Kräfte mussten sich vor dem Tunnel auf Abruf bereithalten. Unfälle an solchen Baustellen sind im Realfall besonders gefährlich. Neben der Dunkelheit können Arbeiter im Weg stehen oder ein Feuer könnte ausbrechen. Viele Gefahrenstellen, dies gilt hier zu beachten. Der Einsatzleiter hat zunächst die Einsatzstelle erkundet und dann festgelegt, in welche Tunnelröhre, welche Einsatzmittel, in welcher Reihenfolge, das ist besonders wichtig, vordringen, sodass man halt auch diesen ganzen Einsatzablauf so realistisch darstellen kann, dass die Personen auch gerettet werden können, aus dem Tunnel herausgebracht werden können. Das ist in einem so engen Tunnel besonders wichtig. Die Organisation Crash Art aus Baunatal stellt die Unfalldarsteller zur Verfügung. Sehr realistisch zeigt sich hier, mit welchen Bildern es die Einsatzkräfte tagtäglich zu tun haben. Hier im Fahrzeug befand sich ein junger Mann, der neben einem völlig zerstörten Arm massive Kopfverletzungen davontrug. Mit der Rettungsschere wurde das Dach des Fahrzeuges entfernt und der Mann aus dem total zerstörten Fahrzeug befreit. Die zweite Person war mit dem Bein unter dem Bagger eingeklemmt. Hier musste mit viel Aufwand das tonnenschwere Fahrzeug angehoben werden, um den Verletzten aus seiner schlimmen Lage zu befreien. Trotz der widrigen Umstände konnte der Einsatz mit Erfolg abgeschlossen werden. Gemeindebrandinspektor Timo Schröder von der Feuerwehr Helsa, der das ganze Szenario kritisch beobachtete, war sehr zufrieden mit den Ausführungen. Mit dem Ergebnis kann man sehr zufrieden sein. 2, 3 Kleinigkeiten, die bei dieser Übung aufgefallen sind, was von uns aber auch gewollt war, um hieran weiter zu arbeiten, um das für die Zukunft realistisch wieder aufbauen zu können, dass wir in der Zukunft auch gut gewappnet sind, diese Einsatzstelle abzuarbeiten. Auch wenn es nicht unbedingt zu einem Unfall in einem der beiden Röhren kommen muss, ist es dennoch beruhigend zu wissen, dass die zuständigen Einsatzkräfte einen Notfallplan haben, der nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität durchführbar ist.